Das Licht hier auch noch anmachen. Jo, jetzt haben wir hier volle Beleuchtung. Ich wollte ja eigentlich auch das Licht anmachen, aber es geht, glaube ich, so. Ich habe jetzt die Empfindlichkeit, die Belichtung hochgestellt, sehe da halt ein paar Schatten. Also ich bin jetzt gerade am Rhabarberkuchen machen und wollte euch hier mal so ein bisschen zeigen. Also ich hatte ja in einem anderen Video gesagt, dass ich im Moment nicht so sehr das saure. Also es geht nicht so an mich, ne? So sagt man bei uns. Und deswegen bin ich jetzt, weil der Rhabarber muss weg. Also es war hier auch schon ein Stück holzig. Das ärgert mich total, aber es ist halt nun mal so. Ich wusste das nicht, dass das auch holzig wird. Und hab da halt, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt einen Kuchen gemacht und hab da jetzt, also es ist ein normaler Rührteig, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und meiner ist so, dass das dann so ein bisschen dann in den Boden versinkt. Bei mir kommen dann noch Streusel drauf und dann ist es gesund und auch ja die Nahrung, die ich normalerweise zu mir nehme. Also so eine Mischung dann draus, ne? Und dann mache ich ja ziemlich viel im Moment. Hier ist mein Ingwer. Kreuzkümmel, Fichtetee, also Fichtenspitzen. Hier habe ich noch einen Rest von dem, also ich hatte Maikraut gekocht und ja, also ich bin erstaunt drüber, wie lange das hält, weil mein letzter Holunderblütensirup ist mir leider doch noch kaputt gegangen. Oh, aber es ist jetzt alles nicht schlimm. Also das, was kaputt geht, mache ich weg. Aber hier das jetzt, was ich da absiebe, das kommt dann hier in meinen Eimer. Ja, also wäre es vielleicht schon, also ich bin ja jetzt bei an Permakultur am machen und habe auch schon meinen ersten Essig daraus gewonnen. Ja, also ich habe ja jetzt nicht diesen tollen Eimer, wo dann das unten rausläuft. Dann habe ich einfach hier so ein Rhabarberblatt genommen, habe das drauf gedrückt und habe es dann ablaufen lassen, oben raus. Ne? Also man muss sich nur zu helfen wissen. Das Wichtigste ist, dass das luftdicht verschlossen ist. Und ich denke mal, dass das, also es riecht säuerlich, es scheint Essig zu sein. Also den Rhabarber habe ich jetzt relativ klein gemacht, weil der ist ja so ein bisschen faserig. Und zum Glück habe ich zum Schälen hier so ein kleines Messer, Kneippchen, wie man bei uns sagt. Ich habe schon gerade überlegt, woher dieser Begriff kommt, ob das von Knife kommt, weil ja bei uns hier in Friedberg der Elvis, also die Amis stationiert waren, aber ich weiß es nicht. Ich müsste vielleicht mal googeln, aber naja, ist auch nicht so wichtig. Aber zum Glück habe ich das gehabt zum Schälen, weil beim Naschen habe ich mich dann tatsächlich gestochen. Also das ist jetzt der Tee, die Mischung jetzt von diesem Maikraut und diesem Kreuzkümmel-Gemischtee. Und hier mache ich jetzt neue Holunderblütensirup und fülle das dann in Flaschen ab. Ne, also in Glasflaschen. Man kann es auch in Plastikflaschen, das geht auch. Man muss nur am Anfang ein bisschen offen lassen, bis es ein bisschen abgekühlt hat, sonst verliert die Flasche die Form. Ja, und hier habe ich halt mein Mehl drinne, aber halt in der Tüte, weil wer weiß, was da in dem Metall drin ist. Man muss ja nicht so. Und jetzt sehe ich gerade im Video hier mein Günsel. Der ist für heute Abend. Und wenn ich ihn nicht brauche, dann trockne ich ihn. Hier habe ich mir Brennnessel, Taubnessel mitgenommen. Das mache ich dann immer so in Gefäße und wie gesagt, wenn ich das jetzt nicht essen sollte, dann kann ich mir das ja dann trocknen oder kommt dann vielleicht zum und hier zu der Permakultur, zu dem Essig, was das, also das, ich nenne es jetzt Perma, es ist ja irgendwie eine Kompostierart, so dass es nicht schimmelt. Und hier ist halt noch meine letzte Fichtennadelspitze. Ja. Das war eigentlich jetzt alles, was ich euch so zeigen wollte. Auf den Kuchen kommt da noch Streusel drauf. Und so von wegen Pause, ne? Ihr seht, eine Pause sieht bei mir schon echt stressig aus.
Und ja, und die größte Herausforderung ist dieser Ofen. Ja, also der ist so schlecht, wie er aussieht. Ich hoffe, der Kuchen wird was. Er ist ja etwas dünner, dadurch, ich habe jetzt ein schmales Blech genommen. Es kommen ja dann auch nur noch Streusel drauf. Ich hoffe, er wird durch. Ja. Jetzt habe ich alles gezeigt. Hier meine Kompostierart. Was dann, also das kommt ja dann. Das lässt man 2, 3 Monate da drinnen. Also der Eimer ist ja jetzt schon fast voll. Dann lässt man das zu und ja, schüttet zwischendurch das ab, was sich absetzt. Und dann kommt das dann unter die Erde. Ja, das ist Rhabarber. Der wird geschält. Das kommt dann auch noch da rein in den Eimer. Und das ist meine Holunderblüte. Da kommt jetzt noch Zitronenmelisse rein und ein bisschen Zucker. Man braucht nicht viel, also so, was weiß ich, 100 Gramm auf, was ist das für ein Topf? Also ein großer Topf. Das reicht eigentlich. Und man trinkt es ja dann auch wieder. Ne? Ich werde das jetzt auch so machen, dass ich das echt dann trinke und dann die Flaschen leer trinke. Und dann erst wieder Neues hol, weil es ist so viel da draußen. Ach, und hier habe ich schon meine Seidenschneider. Ja, es ist ein Seidenschneider, aber trotzdem nehme ich den dann, um den gemeinen Wacholder abzuschneiden. Ja, damit ich damit räuchern kann. Ja, das war's jetzt. Und ja, dann lade ich das Video gleich hoch und mache dann nochmal ein Bild als Profilbild von dem neuen fertigen Kuchen. Ja, und wenn ich jetzt euch Hunger gemacht habe, dann müsst ihr euch halt was machen. Bis dann, ciao!